so geil, weil du immer schon die kleinen Triebe siehst, die wo dann die Trauben geben. Schau hier, das sind alles schon Trauben. Das ist geil. Also wir sind jetzt Mitte Mai. Wir hatten vor einer Woche oder eineinhalb Wochen hatten wir einen richtig guten Regenschauer, so 70 Liter hat es geregnet. Das war richtig gut, das heißt, der Boden ist jetzt richtig voll mit Wasser. Und jetzt wird es warm, jetzt fängt es alles an zu wachsen. Wein machen tue ich seit 3 Jahren oder jetzt seit 4 Jahren, seit 2013 war der erste Jahrgang. Und ich habe mich relativ spät dazu entschlossen, Winzer zu werden, nämlich genau eine Woche, bevor die Ausbildung losging. Davor wollte ich irgendwie zur Bank, oder wie es halt so nach dem Abi war. Man hat nicht gewusst, was man wirklich macht. Und dann habe ich mich halt mal bei der Bank beworben, bin auch relativ weit gekommen, aber dann doch nicht genommen worden. War im Nachhinein echt ziemliches Glück, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nichts gegen Banker oder so, ist auch alles cool, so jeder soll das machen, was er will, aber das Weinbau ist ein absolut facettenreicher und ein richtig schöner Job. Ich habe 4 große Sachen, was für mich einen guten Wein ausmacht. Das ist biologische Bewirtschaftung, das ist alles Handlese, das ist spontane Vergärung und das ist ein großes Holzfass. Großes altes Holz, dass der Wein nicht mehr nach Holz schmeckt, aber diese Oxidation hat, das gärt besser, das ist natürlicher, Holz ist ja auch ein organisches Material. Wir sind ein kleines Familienweingut, also die Oma und der Opa sind gerade draußen, Papa ist draußen, ich bin draußen. Ja, also wie in jedem Betrieb ist es natürlich so, dass es einen Generationenkonflikt gibt, ist ja klar, dass es da am Anfang ein bisschen geknirscht hat und alles. Die Mama ist da eine ganz große Hilfe, weil sie es sehr, sehr cool findet, der Papa steht auch voll dahinter. Aber ich muss mich natürlich auch schon rechtfertigen, weil ich komme dann mit 21 Jahren hin, will alles umschmeißen, wobei es davor ein sehr guter und sehr gesunder Betrieb auch war. Und da macht man sich natürlich schon als Eltern, denke ich, Gedanken, dass es, wie es dann weitergeht und ob das alles so passt und so weiter. Dadurch, dass es sehr gut läuft und wir sehr harmonisch zusammenarbeiten, darf ich mir natürlich auch immer mehr erlauben. Es gärt wie Sau, ey.